Hund, hörst du bitte auf zu bellen? Ich versuche hier zu drehen, danke. Hallo ihr Lieben, heute soll es um die Neuzugänge vom Juli gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Ich beginne mir diesmal mit den E-Books, die ich mir gekauft habe, weil die vergesse ich immer mal ganz gerne und dann ja, zeige ich die euch nicht. So ist es mir auch im Juni gegangen, denn ich habe mir im Juni noch ein E-Book gekauft und zwar Kernstaub von Marie Krassoff. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch kennt. Es ist ein sehr, sehr dickes Buch. Ich habe es noch nicht angefangen zu lesen. Ich werde es wahrscheinlich so schnell auch nicht lesen. Aber das gab es im Juni zu einer Aktion für nur 99 Cent und da musste ich zuschlagen. Ich kann euch nur ablesen, worum es in Kernstaub geht. Ich habe das schon wieder so ziemlich vergessen. Und zwar geht es um Mara. Mara hat vergessen, dass sie bereits seit Hunderten von Leben vor den Mächten des ewigen Systems flieht. Durch den Mord an ihr wollen sie den Weg aller Seelen zur Perfektion ebnen. Ihr Dasein wird in diesem Leben lediglich von ihrer immensen Angst vor den Uhren bestimmt. Doch als die Wächter sie erneut aufspüren, um sie aus ihrem Kreislauf der Wiedergeburten zu tilgen, verschiebt sich das Gleichgewicht der Dimension. Uralte Energien kehren zurück, eine längst vergessene Liebe erwacht von neuem und Kriege spalten den Planeten. Über allem schwebt die Frage, wenn die ganze Welt dich hasst, würdest du dich trotzdem für sie opfern? Ich fand, es hat sich damals schon wirklich sehr, sehr gut angehört und deswegen habe ich mir dieses Buch natürlich für 99 Cent fürs Kindle natürlich gleich gekauft. Wie gesagt, wann ich es lesen werde, ich habe keine Ahnung. Irgendwann wird es mich mehr bekommen. Dann habe ich mir noch als E-Book gekauft, das war auch im Angebot, und zwar den ersten Teil der Hunters-Reihe von Bianca Iosivoni. Vergessen heißt der, glaube ich. Ja, vergessen. Das wollte ich zwar eigentlich als Taschenbuch haben, aber jetzt gab es das für 99 Cent diesen Monat für den Kindle. Und ja, da musste ich zuschlagen. Also, da bin ich nicht drum rumgekommen. Ich bin auch gerade am Lesen und bis jetzt, muss ich sagen, gefällt es mir auch richtig gut. Ich mag ja den Schreibstil von Bianca Iosivoni wirklich sehr, sehr gern. Ich finde, sie hat einen wahnsinnig schönen Schreibstil und ja, wie gesagt, bin da gerade noch am Lesen. Und ja, bis jetzt gefällt es mir halt. In Hunters geht es um eine Spezialeinheit, die für die Bundesregierung arbeitet und im ersten Teil geht es um Valerie und Adam und mehr möchte ich euch zum Inhalt eigentlich noch gar nicht sagen. Schaut einfach mal rein, ihr findet die Links zu den Büchern wie immer unten in der Infobox. Wie gesagt, ich mag es sehr, sehr gern und es gefällt mir bisher richtig gut. Dann habe ich mir noch gekauft im Juli den zweiten Teil von Adib und zwar Anyone Dies in Paradise von Laura Newman. Dieses Buch habe ich mir beim Flashmob-Wochenende mitgekauft. Ich habe es jetzt noch nicht gelesen, weil ich hoffe, dass ich jetzt das Hardcover noch irgendwie vorher bekomme, dass ich dann das richtige Buch dazu lesen kann. Ansonsten freue ich mich schon wahnsinnig doll auf dieses Buch. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Es ist ja nur eine Dilogie. Und ja, ich habe schon von vielen gehört, dass das ganz, ganz toll ist, dieses Buch, und dass es besser ist als der erste Teil, und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Ein E-Book habe ich noch, das habe ich im Juli auch mit Test gelesen, und zwar den zweiten Teil von Noel und Noel. Das ist ja das Buch von der lieben Niki Kiso, wie gesagt, da bin ich ja einer von den Testlesern und mir hat der zweite Teil wirklich richtig gut gefallen, ich mochte ihn unheimlich gern. Ich habe jetzt die schlussendliche Endfassung mit der überarbeiteten Version und so jetzt noch nicht gelesen, das will ich jetzt auf jeden Fall im August aber nochmal mitmachen. Dann kriegt ihr auch von mir nochmal eine Rezi dazu, aber wie gesagt, von der Rohfassung her, was wir Testleser jetzt alles schon gelesen haben, hat es mir wirklich richtig gut gefallen und ich fand es sogar noch besser als den ersten Teil. Das waren jetzt alle E-Books, jetzt kommen wir zu den richtigen Büchern. Ich fange mal mit dem Buch an, was ihr auch schon kennt, und zwar Ein magischer Sommer von Jacqueline Felgut. Das kennt ihr ja schon aus meinem Lesemonat. Ich habe dieses Buch im Juli von Jackie bekommen als Rezi-Exemplar, habe es auch gleich gelesen und das hat mir richtig gut gefallen. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen, es ist eine wunderschöne Geschichte und ich liebe Jackie und schreibe sie. Ich kann es immer wieder nur sagen, sie schreibt so unheimlich gut und toll und ich mag es, lest es. Dann habe ich noch bekommen, wer mein Lovely Box Unpacking gesehen hat, der weiß es schon. Das Thema war ja spannender Sommer diesen Monat und da habe ich diese drei Bücher bekommen. Das erste Buch, was in meiner Lovely Box mit war, war von Jenny Milchmann, Nightfalls, Du kannst dich nicht verstecken. Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf. Es geht hier um Sandra und ein Traumhaus mitten in der Natur, ein Mann, der sie auf Händen trägt, eine 15-jährige Tochter, ihr großes Glück. Doch dann beginnt ein Albtraum, zwei Fremde dringen in ihr Haus ein, schlagen ihren Mann brutal nieder und nehmen sie und ihre Tochter gefangen. Draußen tobt ein Schneesturm, es gibt keinen Ausweg, schon gar nicht für Sandra, denn sie kennt einen der Männer und wollte ihn um jeden Preis vergessen. Und ich finde, das hört sich wirklich sehr, sehr spannend. Das ist, denke ich, meines der ersten Bücher, was ich damit lesen werde, wenn mich es packt, jetzt unbedingt mit Bruder zu lesen. Ich denke mal, das werde ich im September mitmachen.
Dann habe ich noch von John Grisham Anklage mit im Paket gehabt. Das ist jetzt der Spiegel-Bestseller erstmals als Taschenbuch, so wie es auch vorne drauf steht. Und hier geht es um die New Yorker Anwältin Samantha. Sie hat es binnen weniger Jahren zum Erfolg gebracht. Mit der Finanzkrise ändert sich alles. Samantha wird gefeuert. Durch für ein Jahr pro bono Engagement bekommt sie ihren Job zurück. Samantha geht nach Brady, Virginia, ein 2000 Seelenort, der sie vor große Herausforderungen stellt. Denn anders als ihre New Yorker Klienten, denn anders als ihre New Yorker Klienten, denen es um Macht und Geld ging, kämpfen die Einwohner Bradys um ihr Leben. Ein Kampf, den Samantha bald zu ihrem eigenen macht und der sich das Leben kosten könnte. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist ja John Grisham und ich habe bisher von John Grisham wirklich nur Gutes gehört. Ich habe auch Kollegen, die das lesen und die sind wirklich sehr, sehr begeistert von John Grisham und ja, ich bin auf Anklage gespannt. Das letzte Buch, was ich in meiner Lovely Box hatte, ist dieses hier, Justins Heimkehr von Brad Anthony Johnston. Ich war beim Auspacken etwas irritiert, weil hier Roman C.H. Beck stand, aber das ist der Verlag, wurde mir damit geteilt, aber ich war einfach nur irritiert. Aber egal, ja, ich muss sagen, ich finde das Cover wirklich sehr, sehr hübsch hier mit diesem Auto und diesem Verwischten so, hat mir richtig gut gefallen. Und ich lese euch auch hier mal vor, worum es geht. Vor 4 Jahren ist Justin Campbell, damals 12 Jahre alt, entführt worden. Seine Eltern und sein Bruder haben nie die nie aufgehört hatten, nach ihm zu suchen, haben unterschiedliche Wege gefunden, mit ihrem Verlust umzugehen. Wege, die die Familie eher auseinanderdriften ließ. Als Justin wie durch ein Wunder in der Nähe entdeckt und seinem Entführer entbunden wird, kehrt der inzwischen 16-Jährige in seine Familie zurück. Aber ist der Wiedergefundene nicht doch verloren? Und was geschieht mit dem Täter, der zwar verhaftet und vor Gericht gestellt wird, aber auch nicht schuldig plädiert? Ich finde, das hört sich wirklich sehr, sehr spannend an. Das Buch hört sich auch wirklich sehr, sehr spannend an und sehr dramatisch. Wann ich es lesen werde, ich weiß es nicht. Es gibt ja diesen Monat dazu noch eine Leserunde auf Lovely Books, aber da werde ich definitiv nicht mit einsteigen können, weil ich habe Urlaub und bin nicht da und meine Leseliste für August steht auch schon. Also von daher, ich muss gucken, wann ich es irgendwann mal mitlesen. Dann noch mit eingezogen sind 2 Doppelbände. Und zwar diese beiden dicken Bücher hier, also das ist Band 1 und 2 und 3 und 4. Von der Dragon Kiss Reihe von G.A. Eiken. Die stammt ja immer so von G.A. Eiken. Und jetzt hatten sie halt diese Bücher günstig für jeweils 3 Euro. Und da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Ich musste sie einfach mitnehmen für 3 Euro jeweils. Also da kann man auch nichts verkehrt machen. Es geht ja wie gesagt hier um Drachen und es spielt auch Erotik wieder eine gewisse Rolle mit. Und ich freue mich auf jeden Fall auf diese Bücher, auch wenn sie dadurch, dass es Doppelbände sind, unheimlich dick sind. Prickelnde Erotik, spannende Kämpfe und eine gute Prise Humor. Das sagt ja Niki auch immer. Also sie findet ja die G.A.I.K.E.N.-Bücher wirklich sehr, sehr gut und feiert die ja wirklich total. Und ich bin gespannt, was die Dragon Kiss-Reihe für mich bereithält und freue mich dann, diese Bücher irgendwann mal zu lesen. Dann ist noch dieses Buch hier eingezogen, Voll erwischt von Ellen Sommer. Sie ist auch eine Self-Publisherin und hat mich gefragt, ob ich dieses Buch lesen möchte. Ich habe mir die Leseprobe durchgelesen und fand es wirklich sehr, sehr spannend. Deswegen habe ich dazu gesagt, dieses Buch werde ich jetzt im August auf jeden Fall auch noch mitlesen. Und in diesem Buch geht es um die 17-jährige Lille und sie zieht aus Bayern zu ihrer Großmutter nach Wuppertal. Ich muss hinten auch noch mal kurz ein bisschen abspringen, es ist schon ein paar Tage her, dass ich die Leseprobe gelesen habe. Und jetzt kommt schon wieder ein Flugzeug. Was ist denn hier heute nur los, verdammt? In der neuen Schule findet sich der Anschluss an eine lebenslustige Handballer-Clique, zu der auch der Mädchenschwarm Chris gehört. Er hat in der Vergangenheit einen schweren Motorradunfall, über den er ungern redet. Lille, die Geheimnisse nicht ausstehen kann, fühlt sich unwiderstehlich zu ihm hingezogen. Aus guten Gründen setzt ihre Oma alles daran, dass aus der Love Story zwischen Chris und Lille nichts wird. Das nimmt Lille natürlich nicht so einfach hin. Und ja, das ist so das Grobe, worum es geht. Und hier steht noch der Auftrag zu einem turbulenten Herbst. Voll erwischt ist ein romantischer, witziger Liebesroman für Jugendliche und junge Erwachsene. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Es ist ja jetzt auch wirklich nicht sehr, sehr dick. Ich glaube, ich habe es auch sehr, sehr schnell gelesen. Ich hatte hier, wie gesagt, schon angefangen. Bis dahin, wo der... wie heißt das Wort? Bis dahin, wo die Leseprobe ging. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Buch und bin schon sehr, sehr gespannt, wie die Geschichte von Lille und Chris nun ausgeht. Mal schauen. Bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde euch berichten. Kommen wir zu meinem nächsten Neuzugang aus dem Juli und das ist das Buch, was ich aktuell gerade lese. Und zwar Dark Elements – Sehnsuchtsvolle Berührung. Das ist der 3. und letzte Teil der Dark Elements Reihe. Und ich bin jetzt auf Seite 104. Und ich muss sagen, ich liebe dieses Buch bisher. Es ist so toll. Ich habe die ersten
20 Seiten. Ich habe so gelacht, Leute. Ich konnte nicht mehr. Ich habe so gefeiert. Und ich liebe die Charaktere. Ich liebe Jennifer Armentrouths Schreibstil. Ich glaube, ich brauche dazu nichts mehr sagen. Ich feiere diese Reihe ohne Ende. Die gefällt mir noch viel, viel besser als die Obsidian-Reihe. Und ja, ich mag auch den letzten Teil bisher wirklich sehr, sehr gerne. Bin gespannt, wie das Ganze dann jetzt hier ausgeht. Aber ich liebe es. Und ihr bekommt am 14.08. dazu von mir eine Reihenvorstellung nochmal zu allen drei Büchern. Das kann ich euch schon sagen, weil ich musste diesen Monat ja ein bisschen vorplanen, weil ich im Urlaub bin und dann auch nicht da bin an manchen Tagen. Dann ist bei mir noch eingezogen diesen Monat dieses Buch hier, Calendar Girl verführt. Ich hatte es ja in meinen Neuerscheinungen für August mitgesagt, dass jetzt der zweite Teil rauskommt von Calendar Girl. Und jetzt habe ich noch ein Video gesehen bei der Alex von dem Kanal Everyday Liz. Sie mochte dieses Buch wirklich sehr, sehr gerne. Ihr hat es wirklich gut gefallen. Dann dachte ich mir, okay, jetzt kommt der zweite Teil. Dann kaufst du dir jetzt schon mal den ersten. Dann kannst du den so mal mitlesen. In diesem Buch geht es ja um Mia. Mia hieß sie genau. Und Mia braucht Geld, sehr viel Geld. Ihr Vater hat Spielschulden in Höhe von 1 Million Dollar. Und die muss Mia irgendwie besorgen innerhalb von einem Jahr. Und irgendwie kommt sie dann zu einer Escort-Agentur, wo sie jeden Monat einen anderen Mann begleitet und dafür jeden Monat 100.000 Dollar bekommt. Und ja, man kann sich das jetzt ausrechnen, dass sie es dadurch schaffen müsste, in diesem Jahr die 1 Million zusammenzubekommen. Und ja, es ist ein erotischer Liebesroman, das muss ich dazu sagen. Und ja, Mr. Januar steht hier hinten drauf, den mag Mia sehr, sehr gern und sie verguckt sich anscheinend auch so ein bisschen in Mr. Januar, aber es ist halt nur Mr. Januar und sie hat noch ein ganzes Jahr mit 11 anderen Männern vor sich. Und ich bin wirklich sehr auf dieses Buch gespannt. Ich freue mich auch schon richtig drauf, es zu lesen. Ich denke mal, ich werde es im September wahrscheinlich dann gleich mitlesen. Und ja, mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Das letzte Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, Battle Island von Peter Freund. Ich finde, dieses Buch hat sich wirklich sehr, sehr spannend angehört. Irgendwie so eine Mischung aus irgendwie ein bisschen vielleicht so Feuer und Flut und die Tribute von Panem. In diesem Buch geht es um unsere Protagonistin Luisa. Und Luisa nimmt an einer Castingshow fürs Fernsehen teil und die heißt Battle Island. In dieser Show kann man einen Schatz finden auf einer einsamen Insel im Pazifischen Ozean. Und wenn man diesen Schatz findet, bekommt man halt ganz viel Geld. Und Luisa braucht dieses Geld dringend, um ihre kranke Mutter zu retten. Und natürlich ist sie nicht allein auf dieser Insel, es gibt noch andere Kandidaten. Und so wird aus diesem Spiel, quasi aus dieser Castingshow um den Schatz, sehr schnell ein Spiel auf Leben und Tod. So viel vom Rückband her. Ich finde, es hat sich wirklich sehr, sehr spannend angehört. Ich freue mich auch auf dieses Buch. Ich möchte es jetzt im August auf jeden Fall auch gleich noch mitlesen. Ich kann ja dazu sagen, es ist ein Rezi-Exemplar. Ich habe es vom Verlag netterweise zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was Battle Island für mich bereithält. Ja, mal gucken. Ich werde euch auch hier... Das waren meine Neuzugänge vom Juli. Ich finde, es hat sich wieder einiges angesammelt. Aber ich bin ja auch fleißig am Sub abbauen. Ne? Also es hält sich im Moment bei mir so die Waage. Der Sub wird schon weniger. Das Regal drin wird ein bisschen leerer, auch wenn ich immer neue Bücher noch kaufe und bekomme. Ja, mal schauen, wie sich das Ganze bis Ende des Jahres so entwickelt hat. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken. Achso, falls ihr eins von diesen Büchern schon gelesen habt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Buch fandet, ob es euch gefallen hat oder ob ihr es doof fandet. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ansonsten wünsche ich euch wie immer natürlich eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.